Hallo, ihr beiden. Hallo Hallo Armin. und herzlich willkommen zur inzwischen vierten Folge von Freitag ist Freutag, wo wir beide diese Kiste auspacken werden, die uns das Marketing von da drüben zusammengestellt hat mit Neuheiten, die wir jetzt im Shop haben. Ich möchte ganz kurz dazu anmerken, dass ich es echt krass finde, dass die Jenny, heute hat die Jenny die Kiste gebracht, die hat kein Vertrauen zu mir. Die hat die Kiste erst ganz zum Schluss gebracht und hat noch extra gewartet, bis ich dann quasi fertig war, weil sie dachte, ich würde reinschauen. Aber okay, das wollte ich nochmal nebenher erwähnen. Dafür darfst du jetzt auch gerne direkt reinschauen Echt? und den ersten Machen wir Tipp das wieder ziehen. so, dass ich so drunter greife oder reißen wir alles auf? Wie möchtest du denn? Ich würde gerne alles aufreißen. Dann reiße. Okay. Oh, Man sieht gar nicht so sehr viel viel. Stoff ist, apropos Stoff ist, ja, das ist gut angekommen. Oh, das ist was Wo möchtest du von, anfangen? ich nehme das hier, das Dr. Who-T-Shirt, das sind viele Stoffsachen. Okay, jetzt können wir auch die Diskussion von unserem letzten Video fortführen. Wie packt man richtig Sachen aus? So macht man das, genau, nicht so vorsichtig. Und hier haben wir einen Dalek von Dr. Who oder mehrere Daleks. Exterminate, genau, Armin. Das ist eigentlich was für dich, ne? Also, Exterminate. ich glaube, Armin hat damit so ziemlich alles gesagt, was man dazu sagen kann. Cooles Design, so ein bisschen untypisch. Es sieht fast comic-mäßig aus. Was aber passt, es gibt ja auch dazu dann entsprechende Geschichten bei Doctor Who. Gibt es mehrere Comics, ja? Oder sind es sogar Graphic Novels? Ich weiß, dass wir auch schon welche hier hatten. Egal. Ja, cool. Ich mag den Stil. Möchtest du noch was zu den Daleks sagen? Weil das ist aber dein Thema. Du bist der größte Doctor Who-Fan der Welt. Whovian, sagt man ja. Weder noch, aber ja, so sehen die aus. Sind gut getroffen. Danke für diesen Input. Aber dann lege ich das jetzt mal zur Seite und die Cindy darf als nächstes. Ich fange mal jetzt hier von außen so ein bisschen schräg unten an. Schräg Es ist unten. nämlich flauschig. Oh Gott. Das ist aber jetzt nicht von Dr. Who, oder? Nee, das ist von Despicable Me. Also von Ich einfach unverbesserlich. Und es ist eine Decke, offensichtlich. Und sie ist rosa. Und oh mein Gott, sie hat einfach einen. Okay, der Rand ist einfach super fancy. Können wir bitte einfach mal diesen Rand kurz, Wow. können wir bitte einmal diesen Rand festhalten, wie Okay, fancy erst der der ist? Rand. Moment, der Rand. Wie Ja, cool der einfach ja. so. Meinst du, den könnte man bei einem Kaffeekränzchen verwenden? Ja, weiß ich nicht, wie man Oder dieses das sind Muster noch so nennt. kleine unausgestanzte? Ja, die fallen gerade so ein bisschen raus. Aber der ist voll cool. Also ich habe das erste Mal, dass ich so eine Decke sehe mit sowas. Möchtest du einmal? Ist schön weich. Oh, sollen wir? Du kannst das. Du bist gut. Du Ich bist gut versuche drin. mal, mich groß zu machen, wie ich kann. Flauschig! I love my fluffy. Kannst du nicht lesen? Unicorn wahrscheinlich. Ja, ne, also Ach nee, I love fluffy unten. unicorns. Ja, Doch, Tim, haltest du das mal hoch? Ich soll das hochhalten, dann kann Ich die Cindy bin wahrscheinlich leider zu daran klein. erklären. Ich bin übrigens nicht viel größer. Sie ist einfach sehr, sehr flauschig. Ich mag den Rand voll gerne. Der ist ziemlich cool. Soll ich noch irgendwas sagen? Vielleicht haben wir einmal Maße. Haben wir nicht. Doch, sie ist 1 Meter mal 1,50. Und ja, viel mehr kann man, glaube ich, gar nicht sagen. Sie ist sehr weich. Ich kann nicht mehr Sie lange. ist fluffy. Ich glaube, du darfst auch wieder runterlassen. Du Ja, musst sie, wirklich? ja, du musst jetzt mal einen Platz finden, wie wir sie hinlegen können, dass sie immer noch schön aussieht. Ah, dumm. Zu, ah, Warte, wir können sie Mist. aber jetzt einfach nach vorne falten, dann liegt sie so. Mach du das, ich kann das, Oder? glaube ich, nicht Jetzt so, habe ich dass ihr das. Gesicht. Jetzt rutscht die Decke runter. Okay, es klappt alles nicht so gut. Warte. So kann man es wenigstens ein bisschen sehen. Professionell, würde ich behaupten. So, du Dann nehme ich darfst. das nächste. Das hier sieht sehr nach Wonder Woman aus Sieht und sehr ich nach vom. Bademantel aus. Aber das ist das. Okay, da sage ich gleich was zu. Erstmal auspacken. Etwas weniger wild diesmal. Ich würde sagen, richtig geordnet. Alles ist ja richtig. Also er ist sehr, sehr, sehr weich, ja. Das auf jeden Fall, wie sich für einen Bademantel gehört. Ich ziehe ihn mal kurz Der an. ist super weich. Ist Wollte ich gerade eigentlich viel vorschlagen. einfacher. Ist er eigentlich. Und du Wäre hast das das. jetzt. Ein Bändchen ist natürlich auch dabei. Ich weiß nicht, ob das eher jetzt für dich gewesen wäre, weil Wonder Woman, aber hier das Logo. Rückseite mit Sicherheit auch, sag Ja. mal. Sehr schön. Genau, auch in gestickter Variante in Gold. Und es hat auch zwei Taschen. Und ich frage mich gerade, ob es. Die Ärmel sind etwas kurz für Bademäntel, ob das Ist dir für. aber auch sehr kurz von der Länge. Ich gehe davon aus, Das dass sie für tatsächlich Frauen einfach ist. kleiner ist. Ich gucke mal kurz hinten Oder im Etikett, kleiner, ja. wenn ich einmal hier so. Vielleicht steht da ja was. Woman's one size fit most. Genau, es ist ein. Passt Da, mir auch. es ist ein Da. Ist okay. Ist gar kein Problem. Ich kann. Oder möchtest du denn dann mal Ich weiß nicht, ob ich ihn ein. über den Pulli kriege. Achso, meinst du, da ist noch. Ist da noch ein Pulli? Nee, ich habe einen Weißt an. du? Ach, ob du ihn über den. Meine Güte.
Okay, lassen wir das. Aber er ist auf jeden Fall schön weich. Mir ja. Im Gegensatz zu dir ist aber relativ warm, deswegen ziehe ich ihn jetzt wieder aus. Ich möchte noch ganz kurz darauf hinweisen, dass der zu Batman wie Superman gehört. Also der entstand anscheinend, als der Film aktuell war und als noch nicht Wonder Woman draußen war. Aber in dem Film war ja Wonder Woman auch das einzig Gute, von daher ist das vollkommen in Ordnung. So, wie rum lege ich den jetzt hin? Auf jeden Fall kann man nochmal sagen, er hat hier so eine richtig feine, edle, satte Borte, nennt man das so. Die sieht auf jeden Fall sehr edel aus. Ich finde die sehr, sehr cool an den Ärmeln. Ja, ich weiß nicht, ob das Satin ist. Aber das fühlt sich so an. Ich würde das nicht zuordnen können. Ich habe in die Kiste geguckt. Das ist schlecht. Wäre aber auch so ein bisschen. Ich nehme mal das hier weg und versuch das mal. Drapier mal den Bademantel. Ach, das ist spannend. Ich lasse das hier so runterhängen, damit man das Logo hier so sieht. Das hast du gerade schon versucht, da fiel es runter. Dann versuchen wir das jetzt nochmal. Wir können so gleich nochmal den Ärmel hier so mit drauf. Dann sieht man es auch nicht. Ich lege mal den Bommel hier einfach nur hinter. So, jetzt haben wir hier noch was Flauschiges oder Weiches. Ich glaube, es ist so ein Halstuch. Werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum. Alles klar. Ja, das ergibt Sinn. Nein, es ist ein Loopschal. Ich brauche irgendwas zum Schneiden. Wo ist unsere Schere? Wir haben die Schere vergessen. Chris, du doch nicht! Was passiert, wenn Chris eine Schere hat? Okay, nein, ich habe es schon geschafft, tatsächlich jetzt ohne Schere. Oh. Das war ich doch ein bisschen gewaltiger. Da haben wir uns umsonst in Gefahr begeben. Es ist ein Loopschal von der Karte des Rumtreibers. Sehr schön. Und man kann sie, man kann es loopen. Man kann die ganze Zeit Farbe, immer danke. So weiter im Kreis. Aber das ist schön. Kannst du das jetzt auch umziehen, dass das direkt gut aussieht, weil ich könnte das nicht. Ich weiß es nicht. Ich versuch's mal. Wie weit loopt man denn? Loopt man dreimal? Ich weiß nicht. Also dreimal geloopt ist es auf jeden Fall sehr ein bisschen enger, aber sehr schön. Passt aber. Ja, also das wäre jetzt dreimal geloopt, zweimal geht halt auch, dann liegt es halt nochmal ein bisschen weiter. Ich mag auch die Farben, also dass da noch dieses Rot so drin ist. Rot, ne? Ja, dass das so als der Tupfer, ja, das Highlight quasi. Und es ist halt auch wieder ein bisschen dezent, ne? So ein zusammengeknäult als Schal sieht man nicht so direkt, aber wenn man es kennt, erkennt man es. Genau, aber die cool. Figuren bewegen sich nicht da drauf, oder? Nee. Dass jetzt Harry rumläuft oder so. Nee. Das wäre so cool. Gut, dann gehe ich zum nächsten. Also am Exit interessiert mich fast am meisten, was das ist, aber irgendwie ob ich es noch nicht erkannt. Ich nehme jetzt aber erst das, weil es oben drauf liegt. Ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es da drunter ist. Das da? Ja. Da kommen wir dann gleich nochmal zu. Ich nehme mir indes die Jacke auf jeden Fall zu Assassin's Creed. Die College-Jacke in Größe S. Das heißt, sie passt mir. Ist es diesmal kein Damen-S? Das werde ich gleich sehen. Auf jeden Fall ist sie innen schön weich. Gerade an den Ärmeln merkt man, dass das so angeraut. Und es ist, glaube ich, aber total, das ist kein spezieller Teil, oder? Nee, hier steht nur Assassin's Creed. Hinten drauf, Logo, ist das irgendwas Spezielles? Genau, nee, ist das Standardlogo auch. Das ist auch ja in super. Grau, in der Farbe von dem Grau der Ärmel. Ja, das ist doch super, ja. Ansonsten alles, wie man es kennt, ja. Wir haben die zwei Taschen natürlich, die wie sagt man das, diese Bündchen, dass das ein bisschen enger ist. Coole College-Jacke, kann man nichts falsch machen. Größe S passt. Kriegt zu, aber offen sieht es besser aus, finde ich. Ich trage Jacken generell lieber offen. Kann ich so gar nichts zu sagen. Me likey. Sind die Blast weiter. So, ich knistere jetzt und jetzt brauchen wir tatsächlich das Kissen. Das Schere. Hier ist das Kissen. Dankeschön. Dann kannst du die Schere aufmachen. Ich öffne dann mal mit dem Kissen die Schere. Jetzt habe ich es auch gerafft. Jetzt weiß ich auch, was es ist. Oh, hätte ich mir doch das nehmen sollen. Das ist ja voll cool. Es ist ein Minecraft Creeper TNT-Kissen. Das ist. Es ist einfach super geil. Nice. Ich habe eben aber die ganze Zeit am Anfang auch nicht verstanden, was es ist, weil man halt nur diese Rückseite, das Rote gesehen hat. Ja, yeah, genau. Hätte ich den Creeper gesehen, hätte ich es auch gewusst. Das TNT hatte ich nicht zuordnen können. Jo. Nice. Das war immer der größte, also hast du viel Minecraft gespielt? Nee, viel nicht, aber schon. Also der größte Spaß dabei ist ja eigentlich immer einfach nur nach unten zu buddeln und dann Dynamit rauszuholen, dann diese großen Höhlen aufzusprengen, das war immer das Beste, ja. Und nicht bauen, nicht kämpfen, nicht irgendwas, kaputt machen mit TNT, das ist super. Ich finde das Kissen richtig cool, einfach dadurch, dass es ja Pixelgrafik ist und jetzt das Kissen halt in viereckig, weil Kissen halt viereckig sind. Offensichtlich, es ist wie ein Minecraft. Es ist super offensichtlich, aber ich wäre nicht drauf gekommen, dass es voll smart ist, dann Minecraft-Kissen drauf, also Kissen und Minecraft. Und weißt du was? Das ist eine richtig geile Kombination. Wenn man sich davon drei Stück holt und die zusammenklebt, dann hat man einen Quader. Quasi ein Block. Nee, ist okay. Lassen wir das. Kann man machen, ja. So. Ich stelle das mal hier so an die Seite. Vielleicht hält das. Hast du sehr schön gemacht. Dann nehme ich jetzt das letzte. Last but not least haben wir eine Tasse. Das vorletzte, denn hier versteckt sich noch was. Was? Ja, das ist das vorletzte. Oh, das ist tatsächlich noch was. Mach mal weiter.
Ach, da ist ganz klein. Ja, noch mal. Okay. Du stellst noch mal rein. Also, zwei Sachen haben wir noch. Ich nehme mal eins davon raus, nämlich die Tasse zu E.T. wie Extraterrestrial. Sehr schön. Meinst du, ich kriege die hier ohne Probleme raus? Ich glaube, die hängt... Okay. Geht. Ich hätte es wahrscheinlich wieder auf der komplett anderen Seite auf. Ich glaube, die ikonischste Szene, die es gibt, inklusive halten natürlich, da muss man noch überlegen, was ikonischer ist, das hier oder das. Telefonieren. Richtig. Aber allein, weil das ja von Amblin Entertainment heißt, oder Armin? Das ist ja das Logo von Steven Spielbergs Studio. Oh, guck mal, von innen hat es auch einen Druck. Kannst du das vielleicht auch nochmal zeigen? Ist auch gleichzeitig die Füllstandanzeige. Ja, genau. Hier ist es voll. Nee, aber wirklich, ist eine ganz klassische Tasse. Ich finde es super. Es muss ja nicht so total vollgestopft sein oder sowas. Ich finde die echt schön. Vielleicht hätte ich es sogar noch besser gefunden, wenn es nur einmal drauf wäre. Also schon rundum bedruckt, aber nur einmal mit dem Fahrrad und dann quasi einfach schwarz auslaufen. Aber das ist Geschmackssache. Ich finde das ganz cool mit beiden Seiten. So, ich finde halt immer praktisch, wenn du trinkst, dass du das Motiv auf deiner Seite hast, dass du es selber siehst. Weil wenn es halt nur auf der anderen Seite ist, kann ja nur der andere, der zuschaut beim Trinken, aber das Motiv sehen. Aber dafür machst du es doch, oder? Also ich halte Tassen am liebsten so, dass alle anderen das Motiv quasi sehen, damit die wissen, was für ein cooler Typ ich. Ja, aber hier hast du halt beides. Das heißt, es ist eine Tasse, die für uns beide funktioniert. Ich könnte das sehen, was ich, und ich mag kein E.T., aber ansonsten würde es halt... Du magst kein E.T.? Du magst kein E.T.? Ich bin zu jung für E.T., ich habe es halt früher nicht gesehen. Aber hast du auch nicht nachgeholt? Ja, weiß nicht, ich fand es halt nicht so spektakulär. What? E.T.? Hallo? Und das... Nee. Und für alle, ich habe die Diskussion schon aufgeführt, aber... Ich verstehe immer noch nicht die Leute, die sagen, dass Fiebel gruselig ist. Ist nicht gruselig, der ist einfach zuckersüß. Der ist schön. Sag auch was dazu. Ich finde es gruselig. Gruselig ist nur, wenn er weiß wird. Und ich finde ganz gruselig auch die Plüschtiere, die wir haben von E.T. Die sind doch nicht gruselig, die sind voll hübsch. Also das ist halt so, wenn ich nachts einschlafe und das würde ich irgendwo in meinem Zimmer sehen, hätte ich Albträume davon. Also das will ich nicht. Ich habe Albträume von dir. Okay, so, gut. Dann nehme ich jetzt den letzten, den tatsächlich letzten Artikel. Oh, guck mal. Oh. Du musst jetzt warten, bis ich es ausgepackt habe. Also es ist schon mal eine Halskette. Das verrate ich schon mal, aber ich verrate noch nicht mit was. Aber es ist total süß. Und es passt sehr gut zu Harry Potter. Zu beidem, zur ganzen Filmreihe und zum Charakter. Das stimmt, ja. Ah. Ja, du kannst ja noch mal sagen, warum E.T. so süß ist. Weil er guck mal. Jetzt sind wir fertig. Guck mal. Aber er ist süß. Guck mal. Es ist eine total süße Hedwig-Eule. Oh, guck mal. Wenn die nicht tot wäre, wäre sie echt cool. Tut mir leid. Tim. Wenn die nicht tot wäre, würde ich den Film halt nochmal gucken. So. Die ist richtig süß. Ja. Ist das auch das, was man diesen Chibi-Style oder wie diese Kissen, die wir haben? Ja, würde ich schon sagen, so ähnlich. Ich finde es halt sehr cool, weil es auch wieder so... Es könnte halt auch einfach nur in Anführungsstrichen eine Eule sein, aber wenn man es weiß, sieht man halt, dass es Hedwig ist. Ja, ich finde schon, dass man es relativ... Ich meine, was soll es denn sonst sein? Naja, aber Eulen sind ja auch so ein Trend momentan und es gibt ja auch relativ viel Zeug mit Eulen. Der Trend ist wieder vorbei. Ist es schon? Weiß ich nicht. Also dachte ich jetzt zumindest, das war doch noch vor den Einhörnern. Ich hoffe ja, dass Schildkröten das nächste große Thema sind. Schildkröten? Sind super. Ja, waren es auch. Ich finde die voll schön. Ich würde sie ja ummachen, aber man sieht es unter dem Pulli jetzt nicht, wenn ich sie ummachen würde. Du meinst jetzt nicht Ninja-Turtles oder sowas? Nein, richtige Schildkröten. Echte, authentische Schildkröten. Darf ich die Kette behalten? Ich finde die voll süß. Nein, kannst du nicht, weil damit können wir ja, möchtest du das vielleicht? Wir haben ja sehr viele. Also theoretisch haben wir in der letzten Folge gesagt, wir suchen immer einen Artikel aus, den wir verlosen. Da wir ja schon festgestellt haben, wollen wir erstmal feststellen, was unsere Lieblingsartikel sind. Bevor wir sagen, welchen wir verlosen. Stellt doch mal fest, was ist euer Lieblingsartikel? Weißt du schon? Ja. Die echte Kette? Ja. Ich finde die so süß und sie ist so schön gearbeitet und sie ist so, ich weiß nicht, ich finde das total niedlich. Ich glaube, bei mir ist es das Kissen. Ich habe zwar die Jacke angelassen, aber ich denke, dass es eigentlich das Minecraft-Kissen ist, aber nicht wegen dem Creeper, sondern vor allem wegen der TNT-Rückseite. Also, das finde ich so, das sehe auch auf meiner, wir haben eine graue Couch zu Hause, da sehe das total geil drauf aus. Ja? Und diesen Rot ist ein sehr starker Kontrast. Und alle, die dann reinkommen, passiert nicht so oft, die das dann halt zuordnen können, ist doch total super. Oh, Verzeihung, das ist umgefallen. Vorsichtig mit dem TNT. Das ist schon okay. Ich würde natürlich dieses T-Shirt hier nehmen, wegen den Daleks und überhaupt.
Ich möchte noch anmerken, dass ich mir sicher war, dass Cindy auf jeden Fall die Fluffy Unicorn-Decke nimmt. Ich finde sie cool, aber ich finde die Kette noch praktischer, weil ich halt tatsächlich finde, dass man sie im Alltag ganz gut tragen kann. Aber kannst du die Decke doch auch? Ja, ich kann theoretisch auch immer in Decke zur Arbeit kommen, das ist richtig. Hier und einkaufen Arbeit gehen und würde so. Würde keiner was sagen. Nein, ich weiß nicht, ich finde die einfach sehr, sehr alltagstauglich. Ist sie dass auch, ich sie absolut. Halt grundsätzlich dann immer bei mir tragen könnte oder so. Das finde ich toll. Ich mag immer so zum Beispiel auch die Kette von dem einen Ring. Ja, Grammatik heute. What? Die habe ich ja sonst immer um und die finde ich halt auch immer super praktisch. Leute, die es halt nicht kennen, denken halt, ich habe einfach nur einen Ring um. Und relativ viele Menschen fragen, ob ich verheiratet bin deswegen. Ist auch immer sehr, ist tatsächlich sehr amüsant, weil die meisten es nicht erkennen. Und die es halt wissen, wissen es halt sofort. Ich erkenne, das finde ich halt total cool. Erkennen. Nö, tatsächlich ist es super wenig. Ach, schön. Also es ist erstaunlich, wie wenig das noch kennen. Krass, hätte eigentlich sehr schade. Wundert mich fast ein bisschen. So, und bevor wir jetzt sagen, dass wir die Sachen, die wir uns selbst ausgesucht haben, ja mitnehmen und die anderen nur verlosen, haben wir uns was Neues ausgedacht. Was nicht stimmt. Was, ist voll was auch nicht stimmt, aber wir haben uns was Neues überlegt. Und zwar, auch aufgrund von euren Kommentaren, haben wir uns überlegt, dass es ja schade wäre, nur einen Artikel zu verlosen oder nur zwei oder vielleicht auch drei ist halt auch schon wieder schwierig. Da haben wir auch nur drei glückliche Menschen. So haben wir aber einen, der alles kriegt. Außer der Kiste. Außer der Kiste und dem Samttuch, was Tim weggeworfen hat. Ja, das ist ein Das müssen wir behalten. Die andere bleiben hier. Der Rest, also E.T.-Tasse, Doctor Who-T-Shirt in Größe, was hatten wir da? S, glaube ich. Ja. Größe S als Herren-T-Shirt, die Fluffy Unicorns-Decke, der Wonder Woman-Bademantel in Damen- Unisize. Ja. Ein Minecraft-T-Shirt mit TNT und Kissen. Creeper. Was habe ich denn gesagt? T-Shirt. Oh, Entschuldigung. Ich meinte natürlich Kissen. Das ist gut. Ein sehr schicken. Karte des Rumtreibers. Karte des Rumtreibers, danke. Loopschal. Bumsbums. Und eine sehr, sehr schöne Hedwig-Kette. Nicht zu vergessen. Die passt so an dich dran und die passt so zu dem, was du anhast. Es war ein bisschen gemein, dass ich die angezogen und angelassen habe. Ne? Aber die gehört auch dazu, dass auch Größe S. Nur, dass ihr es mal gehört habt. Genau. Also es passt natürlich nicht ganz. Wir haben jetzt ein Herren-T-Shirt, eine theoretisch Herren-College-Jacke, die man aber gut auch als Frau anziehen kann, aber einen Damen-Bademantel. Das heißt, der Gewinner kann ja dann notfalls, falls ihm irgendwas nicht gefällt von dem Fandom her oder von den Größen nicht passt, an seine Freunde geben. Richtig. Und wie kann man teilnehmen? In den Kommentaren. Was machen wir denn? Keine Ahnung. Stellen wir eine Frage? Ja. Haben wir eine Frage? Ich weiß nicht. Vielleicht könnten sie auch einfach argumentieren, warum sie das jetzt gerade verdient haben. Ja. Warum solltest genau du diese Box bekommen? Also nicht die Box, nur die Sachen in der Box. Alles was in der Box. Und sie mögen auch gerne alle kommentieren, was sie besonders toll fanden. Genau. Unabhängig davon, warum sie der Meinung sind, dass sie diese schöne Kiste bekommen wollen. Oder was ist euer Lieblingsartikel? Oder was ist euer Lieblingsartikel? Und warum genau dieser? Oder was würdet ihr damit machen? Genau, unter allen, die kommentieren, verlosen wir die gesamte Kiste ohne die Kiste. Ja, und ohne das Samttuch. Richtig. Was genau. Man gerade eben sieht. Ja. 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 Tja, dann. Dann sehen wir uns nächste Woche am nächsten Freitag ist Freitag. Freitag ist aber auch Freitag. Also bis nächsten Freitag. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Bis dann.